Wir finden das One Piece. Das One Piece, ja. Komischer Anfang schon. Der Schatz von Gold, Roger. Also ich muss ehrlich sagen, Sanji mag ich nicht so besonders. Anime ist da viel cooler. Es ist aber schön in real life. Das, was die anderen aussagen, das sieht manchmal ein bisschen cringe aus, ein bisschen zu abgestylt. Aber die Leute haben ihr Bestes gegeben. Ich finde es ja eigentlich super, dass sie es überhaupt gemacht haben. Deswegen, okay, 7 von 10. Es heißt, er liegt... Navi sieht irgendwie anders aus. Ja, wenn man sie so nah sieht, ist das nicht so toll, aber gut. Dass du dir mehr... Das ist auch wieder ganz anders. Das alles andere wünscht. Warum hat Ruffy hier Locken? Der hat auch gar keine Locken. Der hat Strubbelhaar, aber keine Locken. Seit ich ein kleiner Junge war. Und das ist so Shanks. Hab ich immer... Moment mal. Hä? Es heißt, er liegt auf der Grand Line. Da. Guck mal. Der Hut sieht irgendwie anders aus als der da. Hab ich immer davon geträumt, ein Pirat zu sein. Der König der Piraten! Das ist irgendwie strange. Was ist für eine Brille? Boah, das ist eine geile Sache. Dass sie das überhaupt wirklich gut hingekriegt haben, dass er das so machen kann mit dem Mund. Wahnsinn. Wir schnappen uns die Halunken. Und dann werden wir die Bande vor Gericht stellen. Bis wir das One Piece finden. Und ich werde der König der Piraten. Ich muss das Ganze jetzt beenden. Wieso springen die so komisch? Was ist das denn? Das Ganze jetzt beenden. Da sieht cool aus. Und Zoro sieht cool aus. Oder nicht? Oh, wei. Was hat denn der da an? Was ist denn das? Wieso sieht Zoro so brav aus? Sprachlos, okay. Ja. Was sagt man dazu? Das ist schwierig. Ich glaube, die echten Fans werden sehr wütend werden. Andere Fans sind vielleicht noch ein bisschen offener. Es gibt wahrscheinlich 50-50 Lager, wortwörtlich 50-50, die das hier toll finden. Die sogar das hier super finden, wenn Zoro das macht, den Drei-Schwerter-Stil. Und gleichzeitig, wenn die Leute das, warte, wo ist die Szene, das hier sehen, eine tückische Aufgabe, werden sie wahrscheinlich ziemlich wütend werden, weil Buggy sieht aus wie ein, der sah schon dämlich aus im Anime, aber war wenigstens lustig, er sieht da aus wie ein Volltrottel. Und, wird schwierig. Und Kobe, ja, Kobe sagen wir lieber nichts zu. Doof. Garb sieht cooler aus. Zwar nicht so finster wie im Anime, aber sieht finster aus. Und wie gesagt, bei Ruffy ist es hier so, dass der Hut da ziemlich groß ist. Und ganz am Anfang, da, na Junge, war, dass das irgendwie kleiner aussah. Ich weiß nicht, der Hut sieht da mickrig aus. Ich glaube, da haben die nicht aufgepasst. Die hätten da wenigstens den Hut da ein bisschen größer machen können. Das ist ja nicht derselbe Hut. Das ist so ein kleiner, stupider Hut. Das ist ein mit rotem Band, ja, bla bla bla, Hut. Aber der ist so mickrig. Wenn man dann Ruffy sieht oder hier jede Sequenz mit Nami. Guck mal, wie groß der, wo wie groß der Teil ist. Dann so ein Mikri-Hut. Echt gut. Was ist das? Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh mein Gott, ey, was ist das?